Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich vermute, wenn ihr hier seid, habt ihr dasselbe Problem wie ich hatte. Ich hatte oft das Problem mit der VGA-LED, der Boot-LED und dem Fehlercode 96B2B4. Mein PC konnte nicht wirklich booten oder hat sich beim Booten aufgehangen. Oben links war ab und zu ein weißer Unterstrich, zum Teil hatte ich gar keine Bildausgabe. Irgendwann bin ich dank einem Foreneintrag auf eine gute Idee gekommen. Ich habe meine Grafikkarte rausgenommen, mein DisplayPort-Kabel einfach beim Mainboard eingesteckt und probiert durch oft ein- und ausschalten, also hoch- und runterfahren, wie gut er jetzt booten kann. Ich hatte keine Probleme, alles ging. Ich bin immer bis ins Windows gekommen, konnte mich anmelden, alles hat funktioniert. Aber natürlich kann man so nicht zocken. Also habe ich meine Grafikkarte wieder eingebaut, mein DisplayPort-Kabel wieder in meine Grafikkarte reingesteckt und alles ging wieder bergab. Ich hatte die ganze Zeit wieder Bootprobleme. Danach bin ich hergegangen, DisplayPort-Kabel weggetan, HDMI-Kabel verwendet, nur um es zu testen. Ging alles. Konnte mich immer anmelden bei Windows, alles hat funktioniert, hat ganz normal gebootet, alles hat funktioniert. Anschließend bin ich hergegangen, habe mein DisplayPort-Kabel durch ein neues ersetzt. Ich weiß nicht, ob die Länge einen Einfluss hat, aber ich habe das auf alle Fälle gemacht. Ich hatte davor ein 3 Meter Kabel und danach habe ich es verkürzt auf ein 1,5 Meter Kabel. Und jetzt funktioniert's. Ich weiß nicht, ob die Länge einen Einfluss hat. Ich glaube es nicht wirklich. Aber ich habe es auf alle Fälle, das Wichtigste, durch ein neues ersetzt. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Alles funktioniert so. Ich hoffe, ihr habt dasselbe Problem wie ich, weil an ein neues DisplayPort-Kabel zu kommen ist relativ leicht. Wenn euch das Video geholfen hat, wenn es funktioniert hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch drauf gebt und vielleicht noch ein Abo da lässt oder mal meine anderen Videos anschaut. Auf alle Fälle hoffe ich, dass es bei euch funktionieren wird, so wie es bei mir funktioniert hat, indem ihr einfach nur das DisplayPort-Kabel wechselt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.